Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Freddy von Freddy's Kitchen und heute bleibt die Küche kalt. Heute möchte ich mit euch die Bosch MUM5 Küchenmaschine reviewen. Ich habe sie seit 1,5 Jahren jetzt im Betrieb und möchte mit euch mal durchgehen, was ich damit so erlebt habe, was alles dabei ist und so weiter und so weiter. Wenn dich das alles interessiert, dann bleibt kurz dran. Die hier vorgestellten Produkte habe ich selber zum Kauf ausgewählt und bezahlt. Die Tatsache, dass diese hier genannt werden oder zu sehen sind, ist nicht als Werbemaßnahme gedacht. Der Inhalt dieses Videos spiegelt ausschließlich meine eigene Meinung zu dem Produkt wider. Vorsorglich wird dieses Video als Dauerwerbevideo gekennzeichnet. Was war jetzt der genaue Grund, warum ich mich für diese Maschine entschieden habe? Tatsächlich waren in der näheren Auswahl auch noch die KitchenAid und die Maschine von Kenwood in der einfacheren Ausführung, also nicht diese Cooking Chef, waren in der näheren Auswahl. Ich hatte tatsächlich vorher noch nie eine Küchenmaschine, wusste also überhaupt nicht, wie ich sie und ob ich sie überhaupt nutzen werde und habe so eine stille Hoffnung gehabt, dass das ganze Zubehör, was es zu diesen Maschinen gibt, mich in die Lage versetzt, einige Küchengeräte abzuschaffen. Mixer, Schneidemaschinen und so weiter. Ich hatte jede Menge von allem Kram, alles einzeln und als Einzelgeräte und habe gedacht, okay, wenn du eine Maschine hast, dann kannst du vieles davon vielleicht einfach entsorgen. Ja, ob das tatsächlich so war, das erzähle ich euch am Ende. Jetzt gucken wir uns erstmal die Maschine nochmal so im Einzelnen an und welche Erfahrungen ich damit tatsächlich gemacht habe. Ein Aspekt, der im Folgenden eigentlich keine weitere Rolle mehr spielt, war aber auch die Standfläche. Die ist bei der Bosch MUM viereckig, bei den meisten anderen rechteckig und das passte hier recht gut in diese Lücke in meiner Küche. Hier einmal das gesamte Paket in einem. Da kann man schon sehen, man braucht jede Menge Platz, egal ob man es benutzt oder nicht benutzt. Selbst wenn man es nicht benutzt, muss man es irgendwo lassen. Ich habe da tatsächlich meine Probleme. In meiner Küche schaffe ich es nicht. Also muss es irgendwo im Keller landen, wenn man denn einen hat. Und ja, kann man so sehen. Ne? Also hier ist das Schneidewerk, da ist der Fleischwolf, hier die verschiedenen Knet- und Rührhaken. Der Mixer hinten, die Auspresse und hier Schneidemaschinen. Da die Maschine logischerweise mit einem Deckel und hier ein kleiner Transportbehälter. Dazu gibt es noch Bedienungsanleitungen, verschiedene für die einzelnen Teile, die dabei sind. Und auch eine CD mit Rezepten und einigen anderen Dingen. Also sehr umfangreich, das muss man schon sagen. Und ja, jetzt gucken wir uns die Teile nochmal alle im Einzelnen an. Ja, und in dieser Transportbox kann man hier unten die Schneidscheiben reintun. Das ist im Übrigen eine Zubehörscheibe, eine Asia-Scheibe, die habe ich extra gekauft. Und die anderen drei gehören serienmäßig zu diesem Paket, können hier unten verstaut werden. Und hier oben dann die Haken oder was auch ich habe, was auch immer man hat. Der andere Haken ist halt in der Maschine drin, der Knethaken. Ja, und dann hat man zumindest die kleinen Teile in einem Sack zusammengefasst. Die Kabeltechnik an der Küchenmaschine funktioniert hier so wie bei einem Staubsauger. Mit einer Rollautomatik, die beim Abrollen halt eine Bremse hat und um das wieder aufzurollen, muss man diese Bremse einmal kurz lösen, indem man einmal kurz anhakt. Die Gesamtlänge des Kabels etwa 1 Meter. Und zum Verstecken des Kabels halt, wie gesagt, einmal kurz anziehen und dann verschwindet das Kabel wieder im Gehäuse der Küchenmaschine.
Die Zubehörteile müssen natürlich auch irgendwo installiert werden. Hier oben ist ein Installationspunkt, der ist ganz gut unter diesem Deckel versteckt. Da drückt man einfach drauf und schon kommt man daran. Der ist für Schnitzelwerk oder für den Entsafter gedacht. Hier an der Seite ist ein Knopf. Wenn man da drauf drückt, dann springt der Arm nach oben und dann kann man von unten die Rühr- und Kniethaken installieren. Den Arm wieder nach unten drücken und dann arretiert er wieder. Wenn man den Arm nach unten drückt und arretiert, findet sich hier oben ein weiterer Installationspunkt. Das ist der Installationspunkt für den Mixer. In dieser Stellung kann man dann auch den Fleischwolf auf der Rückseite installieren, aber das zeige ich euch später. Das Gerät hat insgesamt 7 Geschwindigkeitsstufen plus eine Maximumstufe, die die Geschwindigkeit erhöht, solange man den Knopf auf Maximum hält. Setzt man die Maschine auf 0, dann läuft sie noch 1, 2, 3 Sekunden hinterher. Die Herausnahme des Knethakens funktioniert einfach nur mit einem leichten Zug. Die Installation der Knethakens ist meines Erachtens nicht ganz so intuitiv. Man muss den Knethaken etwas schräg ansetzen und die richtige Position finden. Dazu immer noch die Abdeckkappe da irgendwie ranwurscheln. Das ist nichts Schlimmes, erfordert ein bisschen Übung. Hier sieht man das nochmal. Normalerweise wäre es jetzt gerade, hier ist es eben schräg. Wenn der entsprechende Haken oder Rührer installiert ist, dann rührt die Maschine oder sie knetet. Und es ist auch ein Unterhebhaken dabei, für den ich allerdings kein Videomaterial habe. Für den Haken habe ich keine sinnvolle Verwendung gefunden und mache das alles lieber mit der Hand. Und wenn man auf höchster Stufe knetet, dann sollte man zumindest dabei stehen, weil dann macht sich die Küchenmaschine selbstständig auf den Weg durch die Küche. Hier könnte man tatsächlich die Standfestigkeit noch ein bisschen optimieren. Den Entsafter fand ich zugegebenermaßen am Anfang vollkommen unnütz, weil ich gedacht habe, das bisschen kann ich auch eben mit der Hand machen. Jetzt, wo ich ihn habe, habe ich ihn aber auch wirklich lieb gewonnen. Das Entsaften geht wirklich fix und seit ich ihn habe, kaufe ich mir öfter mal einen Sack Orangen und mache dann gleich 1 Liter oder mehr auf einmal. Das ist wirklich schnell gemacht und die Reinigung ist genauso aufwendig oder wenig aufwendig wie die von einem Handentsafter. Aber Achtung, je nach Orangensorte und Kerninhalt wird hier scharf mit den Kernen geschossen. Ja, das Schnitzelwerk besteht hier aus mehreren Einzelteilen. Einem Drücker bzw. einem Messbecher. Der hat hier also auch eine Skala. Bis 250 Milliliter. Einen Deckel dazu. Den Aufsatz für den Topf. Eine Halterung für die Scheiben. 3 verschiedene Scheiben im Standard und eine, die im Zubehör, die habe ich mir selber gekauft. Das ist eine Asia-Scheibe, die das Gemüse in kleine Streifen schneidet. So. Das hier ist also eine doppelseitige Scheibe. Vielleicht kann man es hier sehen. Hier steht auch fein drauf. Das ist also diese Seite. Das heißt also, nur diese dünnen werden hier geschnitten. Diese anderen sind eingelassen und kommen dann auf der anderen Seite zur Geltung. Hier steht es dann auch grob, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Hier geht es jedenfalls, hier ist der Widerstand und hier läuft man einfach ins Leere. Gucken wir uns gleich an, das ist die Scheibe 2. Dann haben wir hier auch noch im Prinzip das Gleiche. Hier ist alles eigentlich ähnlich wie bei dieser feinen Struktur hier. Da gucken wir uns auch gleich nochmal. Hier ist dann nichts mehr, das ist einfach die Rückseite und das ist dann hier die Scheibenseite, kann man es vielleicht auch erkennen, grob steht da auch drauf. Hier gibt es auch noch eine feine Seite, die ist also auch fein, das heißt also hier werden die noch dünner geschnitten. Gut, gucken wir mal raus, so, das ist wie gesagt meine Asia-Scheibe, die war nicht dabei, die gehört einfach. Die wollte ich einfach persönlich haben, aber benutzt habe ich sie ehrlich gesagt bisher noch nicht. Einklinken.
Ne? Dann dreht sie auch. Ist die nicht drin, passiert hier gar nichts. Und das gilt natürlich genauso fürs Schnitzelwerk. Aufhebeln, rausnehmen. Zur Seite legen. So, diesen Aufsatz hier, man sieht das, hier ist das so ein bisschen oval. Und hier eben auch, die muss man dann einmal so aufsetzen. Und dann einmal so drehen, bis das nicht mehr weitergeht. Wir benutzen jetzt mal diese Scheibe. Und ich möchte hier tatsächlich mal die feinen erstmal als Ergebnis haben. Dazu brauchen wir dieses Zubehörteil. Und hier sind so zwei Pinöppel. Und die gehören dann halt hier in diese Pinöppel. Also das ergibt sich eigentlich von ganz alleine. Anders kann man es gar nicht stecken. Und wenn es dann so drauf ist, dann tut man es hier einfach rein. Und dann ist das auch schon fertig. So, jetzt kommt der Deckel drauf. Und auf dem Deckel sieht man hier, hoffe, das sieht man, so ein Pfeil. Den gibt es hier auch. Hier ist dieser Pfeil. Und hier eben auch. Also Pfeil auf Pfeil aufsetzen. Und dann einmal drehen, klick. Und dann ist das fest. So, dazu nehmen wir halt unseren Messbecher. Den benutzen wir hier zum Drücken. Und dann fangen wir einfach mal an mit ein paar Möhren. Nochmal die Stufe 3 erstmal. Okay, was sehen wir? Es ist auf jeden Fall hier eine Möhre hängen geblieben. So, gucken wir uns einmal das Ergebnis an. Das sind also so feine Streifen. So, das gleiche jetzt nochmal mit dieser Seite. Wie man sieht, es ist wieder etwas hängen geblieben. Und das Ergebnis sind wirklich recht grobe Schnitzel. Probieren wir mal diese Scheibe aus. Sehr dünne Streifen. So, wollen wir mal die ausprobieren. Und zwar erstmal kann man das sehen hier, die grobe Seite. Auch hier wieder das übliche Bild. Eigentlich keine Nacharbeit. Gucken wir uns mal die Scheiben an. Die sind schon verhältnismäßig dick. Also ich würde mal so sagen, 2-3 mm sind das wohl. So, machen wir das gleiche nochmal mit der anderen Seite. Das ist jetzt die Scheibe fein. Gucken wir uns die Scheiben mal an. Deutlich dünner. Ungefähr einen Millimeter. Oder Interesse daran hat, der kann sich auch hier das Schnittbild einmal ansehen.
bekommt ihr so eine etwas dickeren Stifte. Festzustellen ist, egal was man mit dem Schnitzelwerk schneidet, am Ende bleibt immer irgendwie ein Rest oben hängen. Dann hier mal ein kleiner Erfahrungsbericht in Sachen Rotkohlschnitzeln. Der hat sich meines Erachtens hier nicht als geeignet dargestellt und ich habe mir damit komplett die Küche versaut. Sobald man den Messbecher oben aus dem Nachfüllschacht herausgenommen hat, dann flog einem der ganze Rotkohl um die Ohren. Ich denke also nicht, dass ich da groß was falsch machen konnte. Ich glaube, der Rotkohl ist dafür einfach ungeeignet. Also lieber mit der Hand schneiden, da spart man sich die ganze Sauerei des Saubermachens hinterher der Küche. Das hat am Ende auch deutlich länger gedauert, als den Rotkohl eben mit dem Messer zu schneiden. Das Reinigen der Einzelteile ist dann verhältnismäßig einfach. Die meisten Sachen einfach entweder kurz abspülen oder manche Dinge sind auch für die Spülmaschine geeignet. Da sollte man natürlich schon drauf achten, ist aber auch alles in der Bedienungsanleitung beschrieben. So, dann mal eben den Fleischwolf vorstellen. Der besteht hier aus drei Teilen. Einmal ein Aufsatz, der Fleischwolf selbst und hier ein Werkzeug zum Drücken. So, zunächst mal müssen wir das jetzt alles zusammenbauen. Die Küchenmaschine befindet sich jetzt noch in der Grundstellung. Das heißt, hier nehme ich erstmal ab. Alles und zur Seite. So. Für den Fleischwolf benötigen wir nämlich die Seite und drehen das hier einmal so durch. So, und dann brauchen wir dies und brauchen wir das. Hier sind so zwei Nadeln und hier ist eins zum Öffnen und Schließen. Erstmal diese beiden Nasen hier in diese vielleicht erkennbar Löcher. Hier steht es auch auf zu und dann dreht man sich das einmal so hin und verschließt das hier, diesen Hebel. Kann man hier schlecht sehen. Dreh den Hebel da einmal nach unten drücken. So, das war jetzt der Fleischwolf. Jetzt kommt hier die Schale für das Gut und der zum Drücken. Hier vorne an der Lochscheibe, ja, die Lochscheibe gibt es in verschiedenen Varianten. Es gibt auch verschiedene Aufsätze dafür, Wurstfüller oder auch Gebäckformen, die man hier vorsetzen kann. Gibt es im Zubehör, waren jetzt bei diesem Modell nicht dabei. Und dann kann man da auch Teig für Kekse oder ähnliches oben durchdrücken. Aber jetzt wollen wir mal eben was wolfen. So, haben wir hier etwas Hühnchenfleisch. Können wir hier alles schon mal mal hinlegen. Drunter. Und jetzt. Da kommt schon was. So, schönes, frisches Hühnchenhack. Das Reinigen des Fleischwolfs ist verhältnismäßig einfach. Einfach oben abdrehen, es sind nur ein paar Teile und schon hat man diese Lochscheibe in der Hand. Ja, alles im Prinzip ausspülen, da ist noch so eine Schnecke drin. Da hat sich jetzt natürlich hier ausgerechnet ein bisschen wieder etwas Fleisch verfangen, eben entfernen. Alles ausspülen und am Ende wieder zusammenbauen. Das ist nicht spülmaschinen geeignet, weil hier handelt es sich um Guss. Das würde dann vermutlich alles anlaufen. Ja, der Blender bzw. Mixer hier oben mit einer Nachfüllöffnung und komplett aus Plastik. Für die Installation des Blenders, also des Mixers, muss die Schüssel entfernt werden. Unten einmal alles weg, das da. Und der wird dann hier aufgesteckt und festgemacht.
Hier dann gleich mal in der praktischen Anwendung. Hier mache ich eine Gazpacho-Suppe. Das ganze Gemüse da drin und dann einfach klein mixen. Das geht auch recht flott. So, fertig. Jo, kommen wir mal zu meinem persönlichen Fazit bzw. meiner persönlichen Meinung dazu. Ich finde die Bosch 5 MUM 5 Styline hier in meiner Ausstattungslinie bietet ein wahnsinnig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Umfangreichstes Zubehör habt ihr gesehen, alles Mögliche. Sie kann dadurch sehr viel machen. Wer das alles braucht, ist damit sicherlich super gut bedient. Ich persönlich habe festgestellt, ich benutze hauptsächlich nur noch die Knetfunktion und da hätte ich mir ein bisschen mehr Standfestigkeit gewünscht und vielleicht auch einen größeren Behälter. Aber das kann ich auch erst jetzt sagen, wo ich diese Maschine schon seit einiger Zeit im Gebrauch habe. Vorher wusste ich es ja nicht besser und insofern ist das jetzt eben die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Eine weitere Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist eben die, dass dieses Zubehörpaket auch irgendwo natürlich gelagert werden muss. Und wenn ihr das nicht im direkten Zugriff irgendwo in der Küche bei euch oder in der Nähe dieser Maschine habt, benutzt ihr viele Sachen vielleicht einfach nicht. So geht es zumindest mir. Meine ganzen Teile liegen alle in einer Kiste und die Kiste muss ich im Keller lagern, weil ich in der Küche keinen Platz dafür habe. Und am Ende benutze ich diese Teile nicht, weil ich dann doch schnell mal an den Handhobel eben gehe und mein Gemüse so raspel oder hobel. Und der ist dann auch schneller sauber gemacht. Also insofern verloddert das da so ein bisschen unten im Keller. Aber das muss man eben sehen, wo euer Haupteinsatzzweck dafür ist. Wenn ihr Gebäck macht und diesen Fleischwolf, den könnt ihr ja auch für Gebäck benutzen zum Beispiel, und ihr gerne so ein Bäcker seid, da kann das durchaus natürlich Sinn machen, dass man diesen Backaufsatz oder diesen Fleischwolfaufsatz da auch gleich drauf installieren lässt. Ich hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen was gebracht, vielleicht die ein oder andere Frage beantwortet und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, freue ich mich über einen Daumen nach oben, freundlichen Kommentar. Noch mehr freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann sehen wir uns ja hoffentlich auch bald wieder. Das wiederum würde mich sehr freuen. Insofern bleibt gesund. Bis die Tage. Euer Freddy.